Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Statement, einem Hintergrund zu politischen Ereignissen, könnte man sagen. Und zwar haben wir kürzlich einen recht interessanten Beitrag eingestellt, wie ich finde, über das Thema Zukunft der Bauern. Und da ist die Diskussion auch ein wenig auf das Ahrtal und auf die Flutkatastrophe gekommen. Und da hat sich, wie ich finde, ein interessanter Hintergrund ergeben, nämlich, dass die Landesregierung eigentlich nur die ersten 14 Tage im Notfall verantwortlich war und die Verantwortung eigentlich bei den Kommunen mittlerweile liegt, dass die ganzen verschiedenen Versorgungen funktionieren etc. Und das kommt in vielen Videos, die man gerade auch im Netz sieht, überhaupt nicht rüber. Es wird immer über die Landesregierung geschimpft, gerade in Rheinland-Pfalz, interessanterweise weniger Nordrhein-Westfalen, das wäre ja auch betroffen. Und es schleicht sich der Verdacht ein, dass das parteipolitische Hintergründe hat. Denn im Ahrtal, wie wir hören, gibt es hauptsächlich CDU-Bürgermeister. Nordrhein-Westfalen wird auch von der CDU regiert, während Rheinland-Pfalz, SPD, FDP am Ruder sind. Und das finde ich natürlich schon sehr, sehr krass, wenn hier quasi Wahlkampf, parteipolitische Propaganda auf dem Rücken der Flutopfer ausgetragen wird. Man könnte jetzt daraus auch eine wahltaktische Geschichte machen. Das Land Rheinland-Pfalz wird regiert von einer SPD-FDP-Regierung. Und im Ahrtal sind die meisten Bürgermeister CDU. Und wenn man seinem politischen Gegner schaden möchte, dann zeigt man immer schön mit dem Finger dahin, wo es vermeintlich nicht funktioniert. Aber wenn man mit dem Finger auf einen zeigt, dann zeigen ja immer drei Finger in die eigene Richtung. Und man Also darf nicht vergessen, ich sitze jetzt hier und verziehe keine Miene, weil ich mir das anhöre. Und ich glaube, da muss ich jetzt mal noch länger drüber nachdenken, was Sie mir gerade gesagt haben. Und das ist ja, natürlich. das ist so. Man darf auch nicht vergessen, der Landrat, der die Verantwortung für diese Nichtalarmierung hat, Ist auch sozusagen CDU, ja hat, das weiß ich. ist CDU. Ja. Das hat mich fast aus dem Sockel gehauen, als ich das gehört habe.